Hallo Jungs, hier ist der Marc von der Zigarre 68, der kleine Franzose, macht mal eine Review über seine BMT 081. Also das ist ein Pistenfahrzeug, und zwar ein Rally Game, heißt 325 mm Radstand, weil die Pistenfahrzeuge haben ja 300 mm Radstand. Rally Game ist bei 325, weil es ursprünglich waren das die Buggys, die umgebaut wurden für Rally fahren. Vorteil vom Buggy natürlich, die Antriebswellen sind natürlich Kardane, die kein Problem haben mit Steinen, Kies und das Zeugs, aber es ist halt trotzdem so, dass die meisten Rally Game dann auf der Piste rumfahren. Man sieht es jetzt mit Mugen MG7T, weiß nicht was, Eco, Hobau mit der Hyper GTS und GTB. GTB hat einfach einen längeren Radstand. Kyosho Inferno und das ganze Zeug sind ja alles nur umgebautes Buggys. Ein paar Hersteller machen Spezialzeug, also jetzt zum Beispiel Hobbytech bei uns in Frankreich, die machen eine spezielle Rallygame-Version. Sind zwar die Antrieb, zwar der Antrieb vom Buggy, aber hintere Brücke ist genau dieselbe wie vorne mit demselben Stoßdämpfer, also viel kürzere Stoßdämpfer, weil Rally braucht man natürlich nicht so einen riesen Federweg. Und es gibt ein paar andere jetzt wie die Italiener bei BMT, die die Pistenfahrzeug von Benzinversion, heißt mit, also mit Riemenantrieb des Zeugs, verlängert habe, auf 325 für Rally Game machen, die wirklich, also das sind echte Pistenfahrzeug, die auf Rally Fahrzeug umgebaut worden. Riesenvorteil, ich habe schon viele Rally Games gefahren, das Ding klebt am Boden. Am Anfang hatte ich Angst mit dem Riemen, dachte ja, Riemen auf dem Parkplatz mit den vielen Kies und so und Steinchen und Glasstückchen und alles, was da rumfliegt, was die Leute da so rumlassen. Und es gab kein Problem. Es gibt natürlich Spuren auf den Ritzel und auf dem Riemen, dass da irgendwann mal ein Stein oder was durchgerattelt ist. Aber 30 Packs habe ich jetzt mit dem gefahren, 10x4S, 20x6S. Die 20 letzten 6S habe ich null Unterhalt gemacht. Ich bin nur gefahren mit dem Ding. Nicht mal gereinigt, nur schnell mit dem Kompressor gereinigt, wieder auf die Piste gelegt und losgefahren. Ich fahre in dem Ding ein Hobbywing XR 8 Plus Combo mit dem 2250 kV Motor. Das Ding ist echt ein Hammer. Also sehr sanft zum Fahren mit dem Sensor. Also extrem leistungsfähig und also es ist noch nicht Sommer natürlich da draußen, aber wo es warm war, ist das Ding nicht extrem warm geworden. Ich habe natürlich auch nicht so eine riesige Übersetzung, wie es jetzt ein Profi von der Piste macht drin. Ich bin mit 6S Vollrohr um die 85 km, ist natürlich nicht viel, kann viel mehr erreichen, aber man kann es jedes Mal erreichen und das 20 Minuten lang. Und das ist echt toll, weil wir fahren ja nur zum Plausch mit Kollegen und deshalb haben wir keinen Drang, also 120, 130, 140 zu erreichen und nur also jede 8 Minuten mal die Akkupacks ersetzen. Wir fahren so zusammen, haben Spaß daran, also keinen Sinn so schnell zu fahren. Was schön ist, ist natürlich die Beschleunigung von dem Ding. Also Kurve raus, Gas runter. Gibt es keine 2 Sekunden, ist das Ding durchgerast, auf 80 ohne Problem. Das ist echt ein Hammer. Ich habe ja gesagt, wo ich das Ding aus der Schachtel geholt habe, ist ein Secondhand-Fahrzeug, aber war zwar neu. Der Typ hat es nur schnell eingestellt, ein bisschen gebraucht, das war's. Ich war wirklich beeindruckt von dem Lager und von dem Antrieb selber, also die Antriebswellen und die Tiefausgänge. Jetzt habe ich das Fahrzeug zerlegt für das Zeigen nach 30 Pack. Also ich habe natürlich mit dem Riemen überhaupt keine Abnutzung von irgendeinem Kranz hier, von irgendeinem bewegliches Teile. Die Lager sind immer noch wie neu. Und das ist ein Standard Radlager von 1:8, ob es jetzt ein Monster Truck ist in der Regel oder was anderes. Natürlich jetzt bei Arma was Größeres drauf, bei Zen auch. Aber ja, ein 16er mal 8 x 5 mm Lager ist Standard 1:8. Das ist, was BMT in sein Pistenfahrzeug reingemacht hat. Enorm, ein Hammer.
Das Ding haben sie auf Diff-Ausgänge aufgemacht und in die Radnaben. Die Aufhängung und die Bulkheads von dem Ding sind Armanero Bigorg-mäßig. Also so fette Bulkheads auf dem Pistenfahrzeug und so fette Auflenkung, also Lenkungsarm, ist einfach ein Hammer. Wenn Traxxas dies auf dem E-MAX gemacht hätte, wäre E-MAX immer noch eins von den besten Fahrzeugen jetzt. So, das Ding ist echt, also super Material. Schaut euch mal, wie fett hier drin die Antriebswelle-Auflage ist. Es ist viel fetter, als was ich auf meinem Robao Hyper Empty habe. Tiefausgang. Ihr seht hier keinen Verbrauch nach 30 Packungen. Und da kommen wir eben zum Diff. Das komplizierte Teil vom Fahrzeug, weil natürlich von der Aufbauweise ist es extrem einfach. Sechs Schrauben vorne und hinten ist der Bulkhead weg. Ein paar Schrauben aufmachen, ist der Bulkhead auseinander. Und da kommt hier ganz einfach zum Differential, zum Antrieb und alles, was da drin ist. Komplizierter wird es dann beim Differential, weil es zwei Kugeldifferential sind. Ihr könnt natürlich das Zeug mit Ritzeldifferenziale haben, aber die, also ich war nie ein Fan von Kugeldiffs. Hab's ein 1 zu 10er gehabt, ein Shortcurse und alles Mögliche. War nie echt zufrieden mit dem Ding. Von der Ausdauer her ist ein Kugeldifferential immer schwach. Und seit ich die probiert habe von BMT, muss ich sagen, ich will mehr davon. Die Differentiale sind extrem lauffähig. Also ich habe jetzt das Ding 20 Pack gefahren ohne Unterhalt. Das Ding ist jetzt trocken gefahren. Das Fett ist ausgebrannt. Ich habe keine Abnutzung. Alles läuft rum. Die Kugeln sind noch schön rund. Sind nicht extrem heiß geworden. Das kleine Drucklager hier ist immer noch ganz. Also ich habe es wirklich provoziert und es ist nichts passiert. Das voll geile daran ist, wenn die Diffs montiert sind, deswegen habe ich das Vorderteil noch dran, um euch zu zeigen. Also hier kommt ja der Mitnehmer von der Antriebswelle ran, um zu eins zu stellen, die Schraube hier lösen, die hier festhalten und wenn ihr hier löst, ist ein Gewind drauf, könnt ihr das Diff ganz einfach setter einstellen oder sanfter. Schraube hier wieder sichern und das war's. Natürlich haben die nicht nur ein einfaches Gewind gemacht, wenn ihr natürlich hier zusammenzieht, auf ein normales Gewind reicht es nicht, um es zusammenzuhalten. Das Gewind ist gespaltet. Das heißt, wenn ihr hier dieses Teil anzieht, verdrückt sich das Gewind auf ein festes Teil, das ja da hinten ist. Das heißt, das Differential kann sich nicht, je nach was passiert, umstellen von sich selbst. Sehr gut gedacht, sehr fett konstruiert. Die Druckplatte sind einfach enorm. Die Rille für die Kugel sind auch schön tief. Nicht so Itamiya-mäßig. Schön fette Kugel, schön hart. Gibt natürlich die Originale und es gibt dann noch optionale Kugel, die noch stärker sind. Druckplattelager ist genauso gut angefertigt. Also echt super Material. Diese BMT war echt erstaunt. Stoßdämpfer, ganz einfach, kurz und klein, reicht überaus. Ist jetzt natürlich die große Mode von immer größere, fettere Stoßdämpfer. Was bringt das auf ein Pistenfahrzeug? Antwort ist überhaupt nichts, weil ein Pistenfahrzeug hat ja fast keinen Dämpfungsweg. Beim Fahren hat man vielleicht 2-3 mm Feder, also Stoßdämpferarbeit. Heißt keine große Hitzeentwicklung, keine große hier Blasenentwicklung in den Stoßdämpfer, also braucht es keine riesen, enorme Big Bores. Das ist jetzt die Mode, es ist nur mehr Gewicht, was man nicht braucht. So, also hier, um einzustellen, wenn das Zeug montiert ist, für die, die Angst haben, seht ihr ganz einfach die Schraube hier lösen, hier heben, dieses Rädchen hier drüllen, bis die Einstellung hin passt, wieder anziehen, das war's. Das heißt, man kann das Fahrzeug, je nach Piste, wo man fährt, je nach Wetter, ob es jetzt ein bisschen rutschiger ist oder die Straße trocken ist, kann man hier in 0, nix die Diffs einstellen.
Man kann ja ganz einfach eine kleine Markierung drauf machen, für wissen, wo man ist. Ob man dann ein Dreh mehr oder weniger drauf hat, ist extrem einfach. Das andere, das mich extrem gefällt an einem Pistenfahrzeug, der wirklich Piste gedacht wurde gegenüber so einem Buggy, sind die Stabilisatorstangen. Das sind echt ein Hammer. Das Teil hier ist ein Bulkhead montiert auf einer Achse, heißt schwenkt so rum. Dann haben wir, was man hier nennt, Messer. Heißt, es gibt natürlich verschiedene Härte von diesem Messer. Die haben mehr oder weniger Flex. Heißt natürlich, Kraft kommt drauf, flext ein bisschen, zieht hier hoch, hier flext ein bisschen, zieht die zweite Seite hoch. Und wenn ihr hier die kleinen Mahnschrauben löst, könnt ihr die Messer aufsetzen. Wie mehr sie stehen, wie starrer ist natürlich die Stabilisatorstange. Heißt, wenn sie jetzt natürlich so voll montiert ist, gerade, wenn das Rad hochgeht, zieht direkt das zweite Rad mit. Das genau selbe ist vorne montiert, einfach ohne dieser Hebel. Vorne haben sie einfach eine Kugel zwischendrin in der Platte. Ihr seht hier, wenn es funktioniert, wenn ich hier drauf drücke. Wenn ihr die Messer hier aufsteht, passiert genau dasselbe. Messer senkrecht, schnelle Reaktion von der Stabi-Stange, Messer liegend, schwache Reaktion. Also kann man Stabis extrem schnell einstellen gegenüber auf unsere Buggys. Differential kann man also 0, nichts einstellen, was ja nicht möglich ist auf eine GT-Karre. Auf eine Buggy-Version muss man ja hinten ausmachen, das Differential rausnehmen, das Öl rausmachen, das Öl wechseln, wieder alles reinschieben und wieder montieren. Also braucht man eine gewisse Zeit, auch selbst wenn man jetzt natürlich zwei, drei Differential hat, die anders eingestellt sind, parat, was ja was kostet. Für schnell umzubauen, Gott, geht es trotzdem 5 bis 10 Minuten für die Diffs-Einstellung ersetzen. Und hier geht es eine Minute vorne, eine Minute hinten, also sag jetzt mal übertrieben, es geht ja 30 Sekunden vorne, hinten ist das Ding eingestellt. Und das genau selbe hat man auch für die Winkel einstellen am Fahrzeug selber. Viele GTs und Buggys haben ja hier für den Sturz und alles einstellen muss man hier vorne, also kann man umsetzen, plus 1 mm, minus 1, plus 3, minus 3. Also muss man hier alles ersetzen und hier kann man nur einfach, das ist ein einfaches System, hier einen von den drei Schrauben nachziehen oder lösen, um den Sturz zu wechseln, Anschlag zu wechseln. Ob es jetzt vorne oder hinter ist, vorne ist genau dasselbe, nur vorne natürlich für den Sturz einzustellen, hat man hier kleine Unterlagscheiben für den oberen Querlenker nach vorne oder hinten setzen, für den Sturz von den vorderen Rädern einzustellen. Ist ja ganz klar, Lenkung ganz klassisch, Servo selber drin, wie man es gewöhnt ist. Also sehr einfache Konstruktion, ein bisschen komplizierter auf dem Differential, für was man gewöhnt ist, aber doch relativ leicht. Also ich sage jetzt mal, ein Anfänger hat nichts zu tun mit der Karre, der kommt da nicht raus. Für fortgeschrittene Modellbauer ist es natürlich super toll. Kann ich nur raten, mal so ein Pistenfahrzeug, die, also nicht GT ist, wirklich ein Pistenfahrzeug zu probieren gegenüber der GT. Es gibt ja noch andere Hersteller, es gibt auch Capricorn und so Sachen und ich muss sagen, war also schon mal von der Bauweise begeistert, wo ich das Ding in der Hand hatte, von dem Material ist drauf ich begeistert und jetzt mit der Laufleistung auch nochmal begeistert. Ich war sicher, dass das Ding nicht hält, also mit den Riemen. Ich hatte Angst mit dem Kugeldifferential und trotzdem bin ich wild gefahren ohne Unterhalt. Das Ding hat überhaupt nichts abgekommen nach 30 Spark, also wirklich, wirklich super Auto. Natürlich geht es jetzt inzwischen, das ist ja umgebaut auf Brushless. Gibt es vom BMT Brushless Version schon neu? Natürlich, das Problem ist Preis. Diese BMT 081 kriegt hier für 250 Euro. Die neue Version kostet natürlich 500-600 Euro, wie jetzt eine MG7 von Mugen, wie jetzt ein Inferno und andere. Jetzt nochmal, ob X-Ray noch eine GT macht, das kommt sicher auch mal, weil. Also, viel billiger
als eine Mugen. Ich habe die Mugen gefahren, ich habe die Cobra gefahren, Pistenfahrzeug, also GT. Das Ding klebt am Boden und ist wesentlich schneller unterwegs mit demselben Motor als die anderen. Ist auch viel leichter. Also 1A plus, alle Daumen hoch, sogar noch die Füßen hoch. Das Ding ist echt super toll zum Fahren. Wenn man natürlich sowas mag, für die, die es nicht magen, dann kauft es einfach nicht. Wo kriegt man die Teile, hat man mir auch noch gefragt. Also es gibt in Österreich Manni, der hat Manni as a Shop, das bin ich nicht, ne? Der Manni mit I, ich mache mal die Links und die Video dann. Der hat ziemlich viel an Lager, liefert ziemlich schnell. Und mein Liebling ist rcmodestore.it. Das sind die Italiener. Der hat alle Teile Lager. Der auch, hat auch ein riesen Reifensortiment, also SP Racing, Medial Pro, GRP, von super mega soft zu Reifen, zu Reifen. Man ist müde. Zu Regenreifen und alles, was es da braucht. Gesamt ist einfach jedes Mal 17 Euro, ist ein bisschen schade. Also wenn man nur einen kleinen Teil braucht, 5, 6 Euro, ist es schade. Aber die Bestellung ist sau schnell. Also ich habe jetzt zweimal bei ihm bestellt, montags bestellt, Mittwoch hat das Ding im Briefkasten mit DHL Express geliefert. Wenn ihr nicht sicher seid, ob das Teil ist, das ihr braucht, einfach ihm eine Mail schicken, mit was ihr wollt, was ihr fahrt. Auch für die Reifen sagt ihr ihm, was ihr braucht, und der gibt euch den richtigen Tipp für die Reifen. Ist ein echter angenehmer Mensch. Natürlich ist er ein Italiener, also ich kommuniziere auf Englisch mit ihm. Seine Website ist auch vorgesehen auf Italienisch und Englisch. Also überhaupt kein Problem. Und ich bin auch sicher, wenn ihr ihm eine deutsche Mail schickt, dass er das selber übersetzt und dann schaut, wie das klappt, um euch zufriedenzustellen. Also besten Dank, erstemodelstore.it, und bis bald auf der Piste, Jungs.